Beim Aufbau und bei der Verteidigung der Errungenschaften der Kommune spielten die Frauen eine wichtige Rolle. Sie gründeten auch ein eigenes Frauenbataillon. Heute kühlen alle Küchen aus, die Frauen bleiben nicht zu Hause zum Kochen und zum Schaffen. Sie ziehen zum Kommunehaus und fordern, gibt Gewehre aus, gibt uns Frauenwaffen. Ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die Frau gehöre unters Dach, das Kämpfen, das ist Männersache, das war die alte Weisheit. Doch hält sie Frau nicht länger still, sie hat erkannt, wer frei sein will, muss kämpfen um die Freiheit. Ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Die bisher schönsten Frauen, die Frauen der Kommune. Na 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 na. Ihre roten Wangen glühen beim Barrikadenbau. Dass das Volk sich selbst regierte, das wollten und konnten die Herrschenden Frankreichs und Deutschlands nicht dulden. Wenn es um die Zerschlagung einer Volksherrschaft geht, dann werden sogar erbitterte Kriegsgegner zu Verbündeten. Monsieur Thiers selbst tritt mit General Moltke in Verhandlungen. Zu aus. Ich bin der weggejagte Chef von France. Ein Rendezvous, ich bin désert. Allô, mon général, ich bin Monsieur Thiers. Umsonst wird es wohl heißen, nicht so schnell schießen die Preußen nicht. Mon général, Sie müssen wissen, unsere Lage ist beschissen. Hast du Probleme, die dich quälen? Komm, leg sie hier auf den Tisch. Und die Seite, und die Seite, und die Seite, und die Seite, nimm sie fort. General, Sie müssen wissen, die Kommunarden sind Kommunisten. Und darum haben wir uns entschieden, wir marschen endlich unseren Frieden. Wir sind ja Brüder, Herr von Moltke, wahre Feind, Herr sie folgen. Das wird ein Bismarck freuen, ehrlich. Denn der findet's hochgefährlich. Seid so gut, ihr lieben Brüder. Gib uns die Kriegsgefangenen wieder. Die weiße Dame, ihr einkassiert habt, als ihr den Kaiser arretiert habt. Wir brauchen Ehre und Gewalten. Den Kaiser könnt ihr euch behalten. Wofür ich euch bei meiner Seele lass. Wohl Lothringen als auch Elsass. Der Handel gilt. Wir schreiben alles nieder. Adieu, Herr Thier. Beehren Sie uns bald wieder. Die Kriegsgefangenen von Sedan, die von den Vorgängen in Paris ja nichts wussten, wurden nun zur Zerschlagung der Kommune herangezogen. Einer der letzten schweren Kämpfe fand hier auf diesem Friedhof statt. Auf dem Friedhof von Père Lachaise, unter Marienbilde, kämpfen die letzten Kommunarden. Und die Grabsteine von gestern
sind ihre Schilde in ihrem Kampf für morgen. Und in die frommen Sprüche, in Gold, auf geedertem Stein, fahren mit unheiligem Getös tausend blutige Flüche und gellende Schüsse ein. Auf dem Friedhof von Père Lachaise, da liegen die Armen im bekreuzten Loch, dutzendweis, ihrer Klasse gemäß. Und drüben, mit Stein überdacht, ruhen im Marmorbett die besseren Toten, im Chemisett. Und dazwischen die Toten der letzten Schlacht. Und tot, wie sie sind, bestehen sie noch auf dem Unterschied zwischen den Toten, auf dem Friedhof von Père Lachaise. Woche im blutigen Paris.